Moin Skatfreunde, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Kanal-Feieraktivitäten. Diesmal gehen wir ganz schnörkellos rein in die Top-3-Liste meiner persönlich kuriosesten Situationen, an die ich mich in meiner langen Skatlaufbahn erinnern kann. Bühne frei! Auf Platz 3 meiner persönlichen Skat-Kuriositätenliste diese Partie, die ich vermutlich schon vor über 10 Jahren bei einer ISBA-Mannschaftsmeisterschafts-Endrunde, also erste Liga, in einer der ersten Serien bekam. Mittelhand gepasst, ich sag 18, Vorhand gepasst, nach Skataufnahme diese Karte. Ich denke, es werden zwei gute Karten drin gelegen haben, sonst wäre es womöglich schon ein Krein Hand gewesen. Ja, ich habe vielleicht etwas arglos Kreuz 8 und 9 gedrückt. Andererseits, wenn man genau drüber nachdenkt, man kann sich gegen, wenn man links und rechts Abstiche konstruiert, kann man sich auch mit anderen Drückungen nicht gegen jede Verteilung verteidigen. Von daher glaube ich, dass das gar nicht mal die allerdümmste Idee ist, auch wenn es jetzt so ein bisschen so aussah. Es kam nämlich raus, Kreuz Dame, gestochen von mir, das inzwischen blank gedrückte Ass, 16 Augen und danach kam Karo König. Wahrscheinlich bin ich jetzt schon noch mit der Karo 10 drauf, das hatte ja schon so ein kleines Geschmäckle, hinten abgestochen mit dem nächsten Bauern und jetzt kam, da bin ich mir ziemlich sicher, auch direkt Kreuz 10. Was ich nicht mehr so ganz auf die Reihe kriege, ist, was wird Mittelhand hier jetzt wohl draufgelegt haben? Ich könnte fast vermuten, er wird einen Blanken in Herz oder Pik abgetragen haben, aber dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das passiert ist, was passiert ist. Von daher gut möglich auch, dass der so die Karo 9 wirklich hat, also eine Karo Lusche hat fallen lassen, um irgendwie noch nichts zu verraten. Okay. Gestochen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht das Gefühl hatte, dass mich hier ernsthaft etwas bedroht. Ne? Ich dachte immer noch, naja, das ist wirklich sehr mies gelaufen, aber ich habe ja noch genug Volle. Jetzt bloß nicht Karo Ass spielen, falls da der letzte Bube ist, ihm alle Vollen hochspielen, sondern jetzt einfach mal über die Dörfer. Upp, einmal Pik gegriffen, ganz harmlos gelaufen, einmal Herz gegriffen. Ganz harmlos gelaufen. Jetzt Pik 10, also einfach den nächsten Vollen gespielt und jetzt nach diesem Stich, über den ich, konnte ich mich gar nicht mehr so richtig über den Stich freuen und jetzt die Herz 10 hinziehen, denn da klappte schon der Spieler hier die Karten auf, hatte ich ihm jetzt noch schön den Pik König hochgespielt und er hatte Rest und ja, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, habe ich überhaupt 50 erreicht? Ich glaube nicht, ne? So, was haben wir? Null Augen gedrückt, 12, 23, 33, 44, mit 47 Augen dieses Spiel gnadenlos an die Fresse bekommen. Und ich war über lange Jahre auch der Meinung, dass ich da irgendwie dumm gespielt haben muss und dass ich hier falsch gezogen habe. Wie gesagt, wenn das da die Karo 9 war, die tatsächlich, oder die Karo Lusche, die auf Kreuz 10 abgetragen wurde, dann hätte ich vielleicht daran erkennen können, dass Mittelhand nicht den Buben hat und hätte vielleicht tatsächlich Karo Ass spielen können. Aber so oder so, erst im Letzten, als ich hier diese Partie hier vorbereitet habe, habe ich das Ganze auch mal in die Analyse eingegeben. Und da stellt sich dann also tatsächlich raus, in dem Moment, wo ich hier Kreuz 9 und 8 gedrückt hatte und den Grang angesagt habe, war ich im Prinzip unrettbar verloren. Natürlich, in dem Fall kam nicht Kreuz 10 raus, sondern nur die Dame. Gestochen, das Ass. In einer idealen Konstellation wäre jetzt tatsächlich nur Karo Lusche nachgekommen und hinten der Blanke abgeworfen, aber menschliche Partie völlig normal, Karo König, Karo 10 und jetzt steht es halt auf 60, ne? Es steht auf 60 und auch das nach Kreuz 10 völlig korrekt, eine Karo Lusche ist in dem 60er Sinne in Ordnung, auch eine Pik Lusche wäre in Ordnung, also selbst wenn jetzt hier die Anzeige käme mit der Pik Lusche und ich da reinsteche, ich kann das Spiel nicht mehr verteidigen, wenn die anderen alles richtig machen, so gesehen, dass ich mich jetzt nochmal mit dem Spiel beschäftigt habe, hat mir zumindest das Gefühl genommen, was ich sehr lange mit mir rumgeschleppt hatte, dass ich damals auch wirklich völlig ahnungslos irgendwie oder leichtsinnig im Mittel- oder Endspiel diese Partie aufgegeben habe und natürlich der Mannschaft damit einen Bärendienst erwiesen habe. Aber wie es denn so ist, Skat ist brutal und jetzt schauen wir dann auch mal wieder auf die guten Nachrichten.
Die Nummer 2 der kuriosesten Situationen bzw. Spiele, die ich beim Skat erlebt habe, ist wohl dokumentiert. Schauen wir einmal gemeinsam hin, was mich da an diesem Abend wohl geritten haben muss. So, letztes Spiel für heute Abend, Hinterhand. Ich höre schon den Racing Warrior, ich höre ihn schon. Ja? Tim, Racing Warrior, Hand ohne Elf. Super Beitrag. Da haben wir mal wieder so ein Blatt. Wisst ihr was? Ich bin auch in der Stimmung. Gegen eine Reizung. Nicht aufnehmen. Ich bin ja auch in der Stimmung eigentlich. Es geht um so wenig wie selten. Was kann mir hier passieren? Ich gehe doch gleich sowieso ins Bett. Das ist eine Ansage, was oder? Was muss denn eigentlich drin liegen? Was darf denn drin liegen? Ein Kreuz 10 liegt drin oder irgendein Kreuz liegt drin und die anderen stehen 1-1. Dann holen wir da schon mal die 8. Das wäre nicht schlecht. 39, 50 und Pik 10 müssen wir noch rausschnippeln und Herz muss laufen. Leider haben wir ja selber Herz 10, da müssen wir halt Pik 10 holen. Das ist jetzt ein Spaß, ne? Aber wir machen das mal. Ich, sehr wahrscheinlich mache ich jetzt Böck und Fritz eine Freude. Euch mal auf jeden Fall eine Freude, mir vielleicht auch. Und der Racing Warrior, der Tim, hat ja schon ausgerechnet, die Chance, dass du bei diesem Experiment dann alleine dadurch scheiterst, dass ein Trumpf drin liegt, ist über 80%, ne? Also, du darfst keinen von den 11 Trümpfen finden. Das ist ausgesprochen selten. Aber gucken wir. Ja, ich trinke mir noch ein bisschen Mut an jetzt, bevor es losgeht. Sehr gute Idee. Rosita, jetzt bitte nicht gehen. Geh nicht jetzt. Nicht, wo ich Karo Hand ohne 11 spiele. Das ist mein zweiter Versuch, so ein Ding loszumachen. So, Kreuz gucken wir zuerst. Ja, 39. Jetzt müssen wir nur noch an die Pik 10 rankommen. Können wir uns denn das überhaupt erlauben, jetzt erstmal Herz 10 ins Rennen zu schicken? Ihr könnt es ja auch mal so machen. Guck mal, ist das nicht legendär? In diesem Spiel gegen eine Reizung jetzt noch so ein Zwischenzug mit der Herzdame, ne? Naja, wir brauchen die Pik 10 ohnehin, es darf kein großes Unglück passieren. Jetzt kann ja noch ein Kreuz-König-Zwischenzug kommen. Wir wollen lieber mal einmal einen Pik abrufen und jetzt muss es reichen. Jetzt. Offen gespielt übrigens 60, was ich in dem Video offenbar in dem Moment gar nicht mitbekommen habe, so richtig, ne? Auch interessant. Es gibt nicht mehr. Ich bin mir sicher, ich mache keinen Stich mehr. Ob das jetzt reicht? Und vor allen Dingen, es darf ja auch kein Trumpf drin liegen. Ihr könnt jetzt mal aus Spaß mal anfangen, die Trümpfe mitzuziehen. Sonst ist der Spaß ja auch schon wieder vorbei. So, zwei Trümpfe sind weg. Kreuz König liegt schon mal nicht. Drei Trümpfe. 35. Vier, fünf Trümpfe. 37. Ihr fragt mich auch manchmal, wie zählt man eigentlich die Trümpfe? Also auf diese Weise habe ich sie auch ausgesprochen selten gezählt. Ausgesprochen selten. Wo ist denn die Pik 10 eigentlich? Jetzt dürfen sie eigentlich nur noch Trumpf haben und dann liegt Pik 10. Ja? 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 Ja! Ich habe ein Karo Hand ohne 11 gewonnen mit 70 Augen. Wuhu! Der Tag könnte gar nicht mehr besser werden. Schalalalalala. Ja, und dann habe ich vergessen, vom Tisch zu gehen und musste noch 3 Spiele hinten dranhängen. Ich weiß auch gar nicht, ob die anderen das mitbekommen haben, aber ich glaube, an das Ding habe ich jetzt auch meinen Haken gesetzt. Es wird keinen dritten Versuch geben. Auf der großen Liste ist das Spiel abgehakt. Ja, und dann gucken wir mal, welche Situation kann das eigentlich noch toppen? So, meine Lieben, jetzt aber einmal ganz genau aufgepasst. Stolz präsentiere ich euch mit Abstand die kurioseste Situation, die mir einmal beim Skat widerfahren ist. Und das Gute, es ist ja alles dokumentiert. Wir können uns einmal gemeinsam die deutlich jüngere Version von mir im Skat Masters Finale 2015 anschauen. Spiel 31, 120 Punkte Vorsprung auf Frank. Und dann bekomme ich dieses Luxusspiel und es passiert Folgendes. Gewinnt sein Spiel Schneider und verkürzt den Abstand auf Daniel auf 120 Punkte. Oh, jetzt brennt's. Bei noch ausstehenden 6 Spielen, also da ist noch alles drin. So, Daniel, was nun? Ja, die sag ich auch. In Hinterhand, überlegt er was. Sagst du die 18? Ja, die sage ich auch. So wie wir es sehen, es ist ein Grabo. Ich habe jetzt gerade eben die beiden Jungs im Skat entdeckt. Meine Güte, ja, was so wie wir es sehen. Aber er sitzt nur noch in Hinterhand und überlegt. Ja, er macht. Ist schon recht, Wolfgang. Bin mir ziemlich sicher. Was sollte mir bei diesem Grang Hand schließlich auch passieren, ne?
Stechen. Mal gucken, was passiert. Und jetzt wird's Buben holen. Überraschte Gesichter geben. Oh, jetzt oder sagt er. Eines. Feier, was passiert oh, jetzt? Oh. Na, das. Aber Captain Easy, ich bin ja so entspannt, du. Als hätte ich was geahnt. Da zwei Bauern drin. Kann er nicht glauben. Und nun hat er schon die Karo-Karte gesehen. Der Gang ist schneiderschwarz. Und er hätte offen sein können. Ja, und er hätte offen sein können. Und die Frage in die Runde ist doch, was hat mich da geritten, in Hinterhand diesen Granghand loszumachen? Hatte ich gar keine Angst vor Bauern in einer Hand und dass ich zu kurz komme und hier das Spiel verlieren könnte? Wollte ich es hier mit der Brechstange erzwingen? Letztlich habe ich hier natürlich mit diesem Riesenspiel so viele Punkte geholt, dass es die Vorentscheidung war. Habe das Finale gewonnen, 25.000 Euro, yes, das war eine tolle Geschichte. Aber an sich, das Lustigste war noch genau diese Situation, denn ich saß tatsächlich in Vorhand, als ich dieses Spiel bekam. Na, ihr könnt auch in dem Video einfach nochmal ein bisschen davor gehen, ins Spiel 30. Da seht ihr, dass ich in Mittelhand bin und Frank das Ausspiel hat. Und ihr könnt aber auch hier, wenn ihr das Video ein bisschen mal hin und her scrollt, könnt ihr feststellen, dieser kleine Chip, den ihr da beim André liegen seht, das ist der Chip, der die Vorhandposition anzeigt. Und der ist ungefähr ein paar Einstellungen vorher, liegt der noch nicht beim André. Der liegt tatsächlich da bei mir. Na, ist aber schwer zu sehen. Wenn ihr ganz genau das Video auf die richtige Einstellung bringt, könnt ihr ihn mal ganz kurz aufblitzen sehen. Auf jeden Fall, ich war also in Vorhand, bekomme dieses Spiel, beide passen. Dann kam auch die Frage, sagst du die 18? Ich sage, ja, ich sage die 18. Natürlich hatte ich ganz kurz drüber nachgedacht, ob es jetzt eine gute Idee ist, hier etwa den Grand Ouvert zu machen. Ich meine, die Show, ne, ist natürlich spektakulär, in so einem Finale auch einen Grand Ouvert zu spielen. Aber natürlich, bei dem Vorsprung, den ich hatte, wäre das ja kompletter Wahnsinn gewesen. Es war auch so erkennbar, dass das wahrscheinlich nicht die Vorentscheidung ist, und so gesehen habe ich es natürlich nicht als Grand Ouvert gespielt, und ich habe mir ja sogar die Schneider-Ansage verkniffen, denn wenn die Bauern in einer Hand sitzen und Karo König zu dritt, dann hätte ich die letzten beiden Stiche abgeben müssen und dann wären sie auch aus dem Schneider rausgekommen. Von daher war ich mit dem Granghand zufrieden. Nun wollte ich gerade ausspielen, da kommt plötzlich aus der Regie, ich weiß nicht mehr, ob von Peter Mitschke oder vom Wolfgang, der Hinweis, Moment da, Daniel, Moment, die Software hat hier gerade ein Spiel übersprungen. Du bist in Hinterhand. Und ich sage, ja, Moment mal, dann stellt doch bitte die Software wieder ein Spiel vor. Ich habe nämlich in Hinterhand gar keinen Granghand. Ich bin hier in Vorhand und den möchte ich auch gerne in Vorhand spielen. Nee, das funktioniert nicht. Die Software wird ja hier nur einmal im Jahr benutzt und das ist ja auch nur ein ganz seltenes Problem. Tritt so gut wie nie auf. Aber wir können es nicht zurückstellen. Du bist in Hinterhand. Und ich sag sowas wie, hä? Ja, Moment mal, dann möchte ich ja nicht mal den Granghand spielen. Und dann war so ein bisschen hin und her und dann sagt der Wolfgang irgendwann, der ja hier auch die komplette Verteilung sieht, Daniel, nun spiel mal hier den Granghand. Ne? Das habe ich dann als Hinweis verstanden. Okay, da wird mir nichts passieren, es soll mein Schaden nicht sein. Okay, das ist die Ansage. Dann machen wir mal den Granghand. Und ich war an der Stelle natürlich ein bisschen neugierig auch, was machen Sie hier in der Präsentation darauf, der Wolfgang, dieser Schlawiner. Ja, ja, ganz easy. Ich denke, er wird den Granghand spielen, hat natürlich nichts gesagt. Aber es ist ja erkennbar, wenn man so ein bisschen drauf schaut. Und dieses 31. Spiel, was jetzt im Prinzip übersprungen wurde von der Software, das haben wir dann als 37. Spiel quasi, mein Vorhandspiel, dann noch hinten angehängt. So gesehen, es war ein toller Tag, es war ein tolles Turnier. Ich habe das Turnier gewonnen. Wenn ich tatsächlich die Karte in Hinterhand bekommen hätte, hätte ich wohl reingeschaut und dann den Grangschneider schwarz gespielt. So habe ich noch 24 Punkte mehr bekommen, aber wie gesagt, ich war ja auch in Vorhand. Letztlich das Schöne an diesem Tag war an sich noch dieses ganz besondere Erlebnis, ja, von dem ich auch selbst heute noch erzählen kann. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Ja, ihr Lieben, da bin ich schon am Ende des zweiten Teils unserer Feierlichkeiten. Wenn ihr diese Inhalte feiert, wenn ihr den Kanal feiert, wenn ihr den Skat feiert oder wenn ihr einfach mich feiern wollt, dann abonniert den Kanal, gebt noch einen Daumen hoch dazu. Das ist einfach so unglaublich wichtig, um den YouTube-Algorithmus in die richtige Richtung zu leiten, davon zu überzeugen, dass Skat auf jeden Fall eine Empfehlung wert ist. Ich bedanke mich für euer Interesse, bleibt mir treu. Gemeinsam können wir das Skat-Spiel noch ganz weit voranbringen. Davon bin ich überzeugt und bis dahin, wie immer, geplant.